So, und jetzt habe ich hier mal eine Grafik, in der ich die Temperaturverteilung in dem Winter mal aufzeichne, und zwar für die Monate, wo wir Eisbildung hatten. Ja, der Winter war also erstmal der Januar hier, der war sehr schön kalt. Das heißt, wir haben hier gezählt, wie viele Kältestunden es gibt. Das heißt also, wie viele Stunden hat man minus 10 Grad, wie viel minus 15 und so weiter. Sie sehen also, die meiste Zeit war es im Januar echt unter Null. Wir haben also Eisbildung und wir haben natürlich hier drüben den Schmelzprozess, wenn die Temperatur über Null ist. Interessanter Effekt erstmal, schauen wir uns mal den März an. Der März hat, wie man auf den ersten Blick eigentlich erkennt, positive Temperaturen. Auf dem Experimentfeld haben wir aber im März Eis bilden können. Es ist also mehr Eis entstanden, wie in dem Monat abgetaut ist. Das heißt, da muss ich also jetzt genau numerisch diese Bildungsrate und die Abschmelzrate anschauen. Und das haben wir jetzt in der nächsten Rechnung dann gemacht. Also wie viele Kältestunden gibt es? Die kann man dann in Stunden Kelvins aufrechnen. Wie viele Wärmestunden gibt es? Kann man auch in Stunden Kelvins rechnen. Und lange Rede, kurzer Sinn, es kommt ein Resultat raus, das sagt A, dieser Vorfaktor für das Gefrieren ist 4 mal B. Und was bedeutet das auf Deutsch? Wenn die Zahl der Kältestunden wenigstens ein Viertel von den Wärmestunden ist, dann bildet sich, wenn ich genügend aufgesprühtes Wasser habe, ein dauerhaftes Eis. Also der Begriff Gletscher vielleicht mal, also der Gletscher ist traditionell natürlich, wenn sich das als Schnee bildet. In meinem Beispiel, ich sage eben immer, Gletscher ist, wenn ich an der Oberfläche eine Eisbildung habe, die nicht mehr weggeht über den Sommer. Also immer wenn in Gegend, wo also die Kältestunden ungefähr viermal so viel wie die Wärmestunden sind, kann ich also das machen. Und jetzt kann ich natürlich die Temperaturverteilung von bestimmten Orten nehmen und schauen, ab welcher Höhenlage das funktioniert. Also tatsächlich kommt raus, ab 1300 Meter muss man im Prinzip dauerhaftes Eis bilden können, wenn man simpel Wasser aufsprüht. Das ist also deutlich tiefer gelegen wie der Dachstein mit seinen 2500 und noch mehr Metern und den meisten Alpengletschern. Ganz klar, die haben eben alle zu wenig Wasser, weil sie eben zu wenig Niederschlag hat. Hier mal so eine typische Datensituation jetzt hier fürs Pitztal, auch in 2500 Meter Höhe. Das sieht man also, hat 0 Grad, da ragt immer raus aus der Statistik, weil 0 Grad ja wegen der Schmelzprozesse so eine stabilisierende Temperatur ist. Und wir sehen jetzt die Wärmegrade, also wann war es warm, wann war es kalt. Und Sie sehen auf den ersten Blick, der Verlauf ist so, dass deutlich mehr Kältestunden oder fast deutlich mehr Kältestunden auftauchen, vor allem wenn man das multipliziert. Also ich habe das jetzt Kälte gerade mal Stunden gerechnet, dann mache ich 42.000 Kältestunden und wir haben hier ungefähr 14.000 Wärmestunden. Das heißt, in diesen Höhenlagen ist mühelos wesentlich mehr Eis zu bilden wie Abschmilz. Also im Faktor 16, wenn man das mal ganz gut überschlägig macht. Also man könnte hier enorme Mengen von Eis generieren, wenn nur genug Wasser da ist. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man ans Wasser ran? Also wir müssen Wasser erstmal versprühen. Technisch haben wir es einfach gelöst. Wir haben simple Sprühsysteme aus der Landwirtschaft genommen, die hochrobust sind. Und dann haben wir natürlich verschiedene Effekte da gesehen, die ich jetzt ein bisschen überspringen will. Wichtig ist noch, wenn ich jetzt mal so einen Quadratkilometer durchrechne, so ein typischer Standardgletscher, den wir uns jetzt mal ausdenken, dann kann ich entweder mit so rotierenden Systemen sprühen, aber ich muss mir mal überlegen, wie viel Energie brauche ich denn? Und ich gehe mal davon aus, 500 Meter tiefer von dem Gletscher habe ich irgendein Wasserreservoir, da sind dann so meistens Bäche. Und jetzt pumpe ich das Wasser hier hoch. Wenn ich das mache, um diesen einen Quadratkilometer mit einem Meter zu besprühen, das ist genau die Menge, die ja im Moment so in etwa abschmilzt, dann brauche ich etwa 300 Kilowatt Anschlussleistung, das ist die Hälfte der Zeit im Betrieb ist das System und das Ganze kostet mir 100.000 Euro. Das ist für manche, die Skigebiete betreiben, nicht die Welt, wenn Sie mal überlegen, wie viel die sonstigen Kosten in solchen Skigebieten sind, vor allem wenn Sie an Schneekanonen denken, die etwa den Faktor 50 mehr Energie brauchen. Das Ganze als Trinkwasserspeicher, da würde ich natürlich nicht hochpumpen, da würde ich einfach eine Wasserquelle in 2000 Meter nehmen und 100 Meter tiefer würde ich ein Eisfeld anlegen. Das heißt, ohne Energiekosten kann ich große Wassermengen hier speichern. Also auch da haben wir hohes Interesse aus den Alpen. Es gibt andere, die solche Eissprühaktionen gemacht haben. Ich will sie kurz erwähnen. In Alaska gibt es welche, die haben einen 50 Meter hohen Turm, der allerdings viel zu schnell wegtaut, weil nämlich da der Wind hinkommt. Hier die Schweden waren auch ganz tapfer. Und in dem Jahr machen wir ein neues Experiment auf einer Ebene, wo wir jetzt hier schon über 2 Meter Eis gebildet haben. Und überall dort, wo Sie also Gebiete mit Permafrostboden haben, beziehungsweise wo Sie eben diese Temperatursituation haben, können Sie so eine Situation durchführen. Das heißt, dass man also künstlich Eis dauerhaft bildet. Interessant für Permafrostböden auch.
Und das wäre es erstmal gewesen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.